Moin! Morgen! Car Street Performance? Schwurbelchecker Mario. Right. Wir fahren zum zweiten Mal zu Heli Performance nach Wernau. Vollkommen richtig. Auf Leistungsprüfstand. Teil 2. Warum machen wir das? Weshalb machen wir das? Weil wir es können. Ja. Fahrwerk ist drin, Hardware ist drin, Ladeluftkühler ist drin. Genau, Ansaugung ist drin. Und ja. Da geht es einfach nur darum, wir wollen euch zeigen, in 3 Steps, was rauskommt. Step 1 war letzte Woche Eingangsmessung. Richtig. Hat wunderbar funktioniert. Video ist online. Ja, genau. Wir waren ja von den Werten her soweit gut. Jetzt nur der Step Hardware. Das heißt, was bringt die Ansaugung, was bringt der Ladeluftkühler, dass wir da einfach einen Vergleich haben. Und dann gibt es noch einen Step 3 mit Software auf dem Prüfstand. Und sehen wir, was rauskommt. Genau. So. Ja, klingt schon ganz gut. Vollkommen richtig. Hat so ein schönes dumpfes Ansauggeräusch. Darth Vader lässt grüßen. Bevor wir es vergessen, Gruß an Pepe. Der Flexer. Du geiler Typ. Von Chris. Läuft, ne? Du Spion. Also, wir sehen uns dann gleich wieder bei Heli Performance. Bis später. Ciao.
Also, mit dem Lara fangen wir an. Rückweg. Von Henny. Henny. Ja. Geiler Laden. Messung. Gut. Jein. Ja. Wir hatten schlechtere Bedingungen wie letzte Woche. Jo. Es war schon deutlich wärmer, das muss man einfach sagen. Es ging ja hier rein nur um das Thema mit der Hardware, dass wir da einfach unterscheiden können, was hat es gebracht und hat es was gebracht. Genau. Ja. Wir hatten schlechtere Bedingungen. Wir haben 4 PS weniger, aber 25 Newtonmeter mehr. So. Das heißt, wahrscheinlich, wenn wir gleiche Bedingungen gehabt hätten, dann hätten wir auch ein bisschen mehr Leistung gehabt, noch mehr Drehmoment. Das heißt, das eigentliche Ziel ist quasi erfüllt. Ja? Wir wollten einfach nur wissen, ob mehr Leistung rauskommt. Mehr PS kommt nicht raus, aber mehr Drehmoment. Ist ganz klar Thema Luft. Ja. Kühler, deswegen kann natürlich auch der Lader mehr anders arbeiten. Deswegen, wir haben immer das komplette Drehzahlband 25 Newtonmeter mehr, obwohl wir deutlich schlechtere Messbedingungen hatten wie letzte Woche. Heute ist schon relativ warm. Haben wir in der Halle auch schon gemerkt. Drückend. Und deswegen die 4 PS, die lassen wir mal dahingestellt. Das ist jetzt nicht der Rede wert. Kollateralschaden. Ganz genau. Aber wir haben deutlich mehr Drehmoment über das ganze Band. Das heißt, Man kann definitiv schon sagen, das haben wir auch gespürt, die Hardware alleine, also nur die Ansaugung und der Ladeluftkühler bringt definitiv was. So. Man spürt es definitiv. Ich habe es ja selber auch schon gefahren, das Auto vorher nachher. Es ist wirklich unten heraus der Zug spürbar. Man spürt jetzt so ein bisschen mal. Genau, es ist einfach ein bisschen besser. Natürlich gerade für die, wenn es so warm ist wie heute oder halt wieder wärmer wird, ist natürlich für den Lader etc., für die ganze thermische Belastung allgemein deutlich besser. Ja? Nachher, wenn wir Software machen, schon zweimal. So. Ja? Sollen wir uns schon einen kleinen Überblick machen, wie es weitergeht? Freitag. Drehmoment, Stütze und Schaltwegsverkürzung. Richtig. Und dann haben wir noch das Thema mit den Stahlwerksbremsleitungen. Das machen wir dann am Samstag, würde ich sagen. Ja. Dass wir einfach da weiter einen Step drin haben. Genau. Und nächste Woche, wenn die Abgasanlage hoffentlich noch kommt, Anfang der Woche, Abgasanlage Downpipe. Richtig. Nochmal eine Messung, um einfach zu sehen, was bringt denn die Downpipe. Das machen wir jetzt einfach. Sei es die 100 Euro dahingestellt, aber dann können wir euch echt zeigen. Nochmal ein Step, was das bringt. Genau, was kann das oder was ist der Unterschied? Und dann kommt das Thema Software. Und dann geht es vorwärts. Absolut. Bin ich gespannt. Dann reicht es auch, hey. Ja. Ja, das war's. Wir machen weiter, gehen noch zum Projekt R8. Genau. Aber da gibt es dann extra Video. Machen wir extra. Bis bald. Ciao.